Moment, wir haben doch noch eine Waffe bekommen, oder? Was war denn das? Das war irgendwas Großes, glaube ich. Hier, Silurias Baum. Die Waffe eines der beiden größeren Schmelztiegelritter. Die Urform des Erdenbaums ist von Natur aus dem Leben nahe. Und dieser Speer, für den der Schmelztiegel als Vorbild diente, ist mit einer uralten Essenz erfüllt. Kann ich nicht nutzen, warum nicht? Mir fehlt der Glaube. Okay, ja, bringt nichts. Bringt leider nichts. Ich hoffe, das ist kein Fehler, den ich hier begangen habe, meine Asche auszuwechseln, hier meinen Kumpel auszuwechseln. Von Imitator-Träne in diesen Bogenschützen-Typen. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Ich meine, das kannst du jederzeit wieder ändern, ne? Ja, so ist nicht. Aber ich finde es selber unfair. Weil, Alter, wir machen so ein Damage bei den Gegnern. Das ist schon keine Herausforderung mehr. Und wenn ich so denke, dann müssen wir was ändern. So, hier ist eine Kiste. Eine einsame kleine Kiste mit einem Gegenstand drin. Den Baumhelm des Schmelztiegels. Die Rüstung. Die Stulpen. Und der Beinschutz. Wow. Okay, das muss ich anprobieren. Auch wenn ich Samurai sehr gerne mag. Ich gucke mir das natürlich an. Puh. Ich setze es mal auf. Ich schau mal, ob wie das aussieht. Baumrüstung. Es ist natürlich einiges schwerer, ne? Ich werde wahrscheinlich gleich überfordert sein, also überlastet sein. Immer noch mittlere Last. Ist okay. Noch. Immer noch mittel. Ist aber momentan mit einer der besten Rüstungen, die wir haben. Wobei die noch besser ist, aber die ist auch noch schwerer. Ich lasse die mal an. Wir sehen aus wie so ein... Wir sehen aus wie so ein Schmelztiegelritter, den ich hasse. Oh mein Gott. Wir müssen das Ding hier anbehalten. Nice. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. Mega guter Fund. hier kommen wir wieder runter, aber da möchte ich gar nicht runter. Ich will ja eigentlich auf diesen Ast hier kommen. Voll geil, ey. Auf diesen Ast also. Aber vorher... Die goldene Rune schnappe ich mir. Ich höre doch irgendwas hier. Wo ist es? Ist es hier unten? Ich kann es hören, ich sehe es aber nicht. Okay. Dann erstmal diesen Gegenstand hier. Hauptsache, ich falle nicht runter. Na komm. Wer zum Henker war das denn? Alter. Okay, das konnte ich nicht kommen sehen. Das konnte ich nicht kommen sehen. Wow. Das war einfach wow. Wie krank war das denn? Oh, guck mal hier. Hier ist ja noch was. Was ist denn hier los? Menschenknochensplitter. Okay. Nice. Oh, hier sind wir einfach dran vorbei. Bin ich verrückt? Heranwachsender Schmetterling. Hier liegt auch noch was drin. Hallo. Hallo? Ja. Schmiedestein. Ist hier auch noch irgendwas? Nee. Im Sarg rasten? Umweg voraus. Geheimgang. Wo geht's denn dahin?
Okay, ich hole erstmal unsere Runen. Und hier liegt übrigens auch noch was. Goldene Rune, 8. Alter, was finden wir denn hier wieder? Noch so ein Sarg, der uns irgendwo hinbringt. Wow, okay. Dieses Spiel, ne? Mach mich kirre. Hier gibt es einfach so viele Wege. So viele Wege. Okay, die sind wieder hier drin, die sind mir egal. Ihr seid mir auch egal, ich habe euch schon einmal zerstört. Das reicht. Der war das, ne? Der Bogenschütze. Alter, der hält aber auch was aus. Oh mein Gott, ich hätte meine Rune holen sollen. Aber bevor der uns hier wieder runterhaut, wollte ich auf Nummer sicher gehen. Okay, jetzt die Frage, wo sind meine Runen? Hier, ne? Ja. Oh mein Gott. Oh, das wird nicht gut enden, oder? Scheiße, Mann. Oh mein Gott, das ist so dumm. Oh, warum muss... Oh, ich dachte, rechts habe ich noch welche gesehen. Ich dachte, das sind Bogenschützen. Ich war mir sicher, dass es Bogenschützen sind. Deswegen, ja... Ja, blöd. Blöd gelaufen. Shit. Okay, komm. Jetzt aber. Es wird auch langsam spät, muss ich sagen. Es wird langsam spät. Ich sollte... Man darf Elden Ring nicht zu lange spielen. Darf man nicht. Man sieht's an mir. Bestes Beispiel. Ja... Oh, hier ist das Ding. Nummer 6, nice. Nein, du bist mir egal. Was ich brauche, ist hier unten, unter mir. Ohne Pferd am besten. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber so sinken die Chancen, dass ich hier runterfalle. Heißt aber nichts. So, wo geht's denn hier hin, Mann? Alter. Ich brauche auf jeden Fall diesen Ast hier. Und wo wollten wir hin? Auf dieses Ding wollten wir steigen, ne? Wenn das denn überhaupt geht. Yes, den haben wir richtig weggehauen. Das war noch knapp am Ende. Okay. Schmiedestein nehme ich gern. Da hinten ist das Ding. Wir müssen auf einen dieser Äste hier kommen. Okay, also wieder zurück. Oh mein Gott. Lasst mich bitte durch. Gar keinen Bock auf euch. Da ist auch noch was. So, Moment. Bevor ich irgendwas mache, nehme ich mir hier alles mit, was ich finde. Ich meine, goldene Runen. Mega gut. Her damit. Immer mehr. Immer nur her damit. So. Ich denke mal, dass das hier richtig ist, ne? Dass wir hier drüber springen können, oder? Ja, guck mal.
Das ist der richtige Weg. So. Ich denke, so viele brauchen wir gar nicht mehr. Oh, hier gibt es gar keine mehr. Oder reicht das schon? War's das? Ja, da geht schon runter. Es geht abwärts, glaube ich. Alter, ich dachte schon. So, ich mache die Pforten mal auf. Aber wir wissen ja, was drin ist. Denke ich. Es sei denn, es gibt was Neues da drin. Ich glaube aber, in jedem dieser Mausoleen ist immer dasselbe drin. Man kann Echos duplizieren. Ja, guck mal. Wobei, wir müssen auch natürlich das Echo dieses Kollegen ja auch uns mal genauer ansehen, was wir dafür bekommen, oder? Dafür müssten wir zurück in unsere, zu unserer Tafelrunde. Sollten wir tun. Warte mal, Pferd. Ferdi. Okay. Gut, Glück gehabt. So, jetzt ist die Frage, wow. Wo müssen wir jetzt hin? Ich würde gerne... hier gab es die Möglichkeit... Ich glaube, hier war das oder irgendwo hier. Einen Sarg zu nutzen. Um wohin auch immer zu kommen. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Ich schreibe mir mal auf Sarg. Sarg. Okay. So, aber das nächste, was ich machen wollen würde, ist, wir müssen die Äste nutzen, um irgendwie hier hochzukommen. Oh, was ist das für eine Höhle hier? Was ist das für eine Höhle? Wo geht's denn dahin? Will ich da überhaupt rein? Oh nein, das ist ein Bär. Es ist ein fucking Bär. Vielleicht kann ich mich anschleichen und ihn dann außer Gefecht setzen. Ja, komm her. Wow, ich hab die falsche Waffe. Fuck. Autsch. Aua. Ja. Hab verstanden, Bär. Du bist sauer, verstehe ich. Ich konnte nicht weg. Ich kam nicht weg. Scheiße. Ja, okay. Ich hatte die falsche Waffe ausgerüstet. Ist mein Fehler. Es war mein Fehler. Natürlich. Wer auch sonst. Das Spiel ist nicht schuld. Ich will diesen Sarg benutzen. Ich muss diesen Sarg benutzen. Aber zuerst will ich wissen, was hier noch für Geheimnisse sind. Ah, hier. Diesen Ast müssen wir, glaube ich, nehmen, um da hochzukommen. Da müssen wir hochkommen. Ich will wissen, was, wo der Ast uns hinführt. Der Sarg, nicht der Ast. Wo ist denn jetzt? Unter uns? Oh, okay. Die Höhle ist hier. Direkt unter uns. Die müsste hier sein, ne? Ja, ja, ja. Oh, und da kann man auch hoch. Das müssen wir auch noch ausprobieren. Oh, es gibt so viel zu tun. Es gibt so viel zu tun. Unfassbar. Dieses Spiel ist einfach unfassbar. Komplex. Bin ich schon wieder falsch? Müssen wir noch weiter runter oder was? Ah, okay. Hallo Bär. Na, was geht? Ich will nur meine Ruhen. Sonst will ich nichts. Ah ja, stimmt. Und ich wollte dich umbringen. Du Ekel.
Der hat gesessen. Immer diese unberechenbaren Angriffe. Ich sehe nichts. Alter, wie ich das hasse. Okay. Wer ist im Blut? Goldschimmernder Kot. Warum nehme ich sowas überhaupt mit in meine Tasche? Warum? So, die nehme ich mit. Fächer Dolce. Fächer Dolce Vita. So, was bist du? Wow. Dunkelschmiedestein Number 7. Schon wieder. Finde ich gut. Finde ich gut, weil die sind echt rar offensichtlich. Also mittlerweile nicht mehr, aber... ja. Ihr wisst schon. So, ich würde gerne hier mal schauen. Am Rande. Ist das wirklich das Ende? Der Rand? Blitzgroßbolzen. Okay, brauchen wir nicht ausgerüstet zu haben. Wir wissen alle, was es tut. Ist ja offensichtlich. So. Hier geht's runter in den Tod, offensichtlich. Da brauchen wir nicht runterspringen. Auch nicht aus Versehen. Was haben wir hier drin? Oh, Moment, was ist das? Da hinten ist noch was. Das würde ich gerne haben. Die Asche der Mausoleumssoldaten. Hallo. Interessant. Hätte man leicht übersehen können hier. Aber wir sind ja aufmerksam. Wir sind ja aufmerksam. Und nehmen alles mit. Also, nicht alles. Oh, ich glaube nicht, dass wir alles finden. Ganz ehrlich. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber vieles schon. Ich glaube, vieles nehmen wir wirklich mit. So, hoffe ich. Das hoffe ich wirklich. Da geht's nicht weiter. Wir müssten da hoch. Und wie komme ich da hoch? Hier nicht. Hier ist nichts mehr, oder? Vielleicht schon, aber ich glaube, das Wichtigste haben wir. Hoffe ich. Okay, hier ist auch nichts Interessantes für uns. Wo ist dieser Luftstrom nach oben? Den würde ich gerne nutzen. Da ist er. Den nutze ich direkt mal, um zu sehen, wo kommen wir da hin. Oh, Moment. Der ist nämlich noch mit. Geist der Talile ist immer ganz gut für unsere Aschenleute. Okay, hier waren wir schon. Oh ja, wir sind auch hier schon mal runtergeplumpst. Aber kann ich da auch hoch? Nein, das geht nicht. Shit. Das tötet uns nicht zum Glück. Okay, dann brauche ich da auch nicht mehr hoch. Oh. Wir gehen trotzdem hoch. Ja, bringt uns aber nichts. Dann gehe ich wieder runter. Was zum Henker passiert hier, Mann? Das will ich doch gar nicht. So, wie komme ich nochmal hier hoch? Über diesen Ast? Nein. Moment. Am einfachsten ist es, glaube ich, wenn ich von hier reise. Also hier hinreise und von hier den Ast nehme. Und zwar... ich glaube diesen hier, ne?
So, den brauchen wir natürlich nicht mehr. Den haben wir schon mal erledigt. So, und jetzt nicht hier hoch, sondern da rechts rum. Denn da waren wir noch nicht. Wow. Willst du mich verarschen? Oh Gott, ey, das ist... Diese Scheißäste. Die haben... So dämlich. Es ist einfach so dumm. Die dümmsten Tode ever bei Elden Ring. Soll ich die wirklich umhauen jedes Mal? Ich meine, ich war nicht mal in der Nähe von denen, aber ich lasse mich von denen so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Ablenken. Die lenken schon ganz schön ab. Wollen eine Rune, danke. Nehme ich auch. Ah, da oben ist noch ein Feuer. Stirb! Verdammt nochmal, stirb! So, dann hätten wir den. Hier ist noch was. Den habe ich gerade noch so gesehen. Cool. Was ich mit dem heranwachsenden Schmetterling so treibe, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich will natürlich keinen Fehler machen jetzt, ne? Aber überlebe ich diesen Sprung? Müsste ich eigentlich, oder? Ja, doch. Das... Oh. Was war das? Also hier darf ich nicht mit meinem Pferd sein. Ich verstehe. Immerhin haben wir die verlorene Gnade entdeckt. Und zwar die von der Wurzelfurt. Was? Wow, wir haben 100.000 Runen. Das sehe ich ja jetzt erst. Geist brauchen wir gerade nicht. Nicht erforderlich. Aber ich würde gerne Kondition auf 40 bringen. Warum nicht? Wieso auch nicht? Flaschenladung. Können wir hier nicht machen, ne? Nicht im Inventar. Nix dabei. Gar nichts. Tschüss. Okay. Dann gucke ich mal. Was haben wir hier? Nichts. Hätte ich nur dies. Riese. Gefahr. Echt? Okay, wir gehen mal hier hin. Ich weiß nicht, was das hier für ein Ort ist. Und wo uns das hinführt. Das ist da hinten, ne? Das sieht sehr nach einem Boss aus. Das stinkt geradezu nach einem Boss. Wie viele Runen habe ich jetzt? 43.000 noch. Warte. 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 Wenn ich die hier alle nutze. Okay. Und die hier alle. Ich glaube, das reicht nicht, oder? Ich glaube, wir brauchen mittlerweile schon 60.000 Runen, um Stufenaufstieg zu machen. 61,5 brauchen wir. 61,5. Ich mache hiervon mal 3. Müsste reichen, oder? Ja, gerade so. Das ist okay. So, dann mache ich noch einen Stufenaufstieg, denn wenn wir da drin sterben sollten... Wovon ich ausgehe. Ich weiß nicht, was das für ein Vieh war. verliere ich wenigstens nicht so viele Runen. Stärke, Kondition, Kraft. Ich mach mal Kraft wieder. Haben wir lange nicht mehr gehabt. Kraft. Let's go. Okay. Hm, was?
Vorsicht vor Trio. Oh mein Gott. Oh nein, bitte nicht. Leiche voraus. Es ist nicht gut. Gott. Trio. Oh mein Gott. Das macht mir gerade alles sehr viel Angst hier, muss ich sagen. Aber ich glaube, der Boss ist da hinten, oder? Ich kann nur nicht erkennen, was es ist. Okay, das ist ein riesiges Gesicht da gerade. Und das ist ein Fisch? Was passiert hier? Oh, Fias Held. Was ist Fias Held? Alter, wir haben den einfach... einfach alles weggehauen. Zauberer Rogier. Was? Warum? Rogier? Echt? Warum kämpft er gegen uns? Wo sind wir hier? Okay, interessant. Der Gegner, der als erstes war, der konnte nichts. Den haben wir mit zwei Hieben weggehauen. Okay, dieses riesige Areal und ich kann mein Pferd nicht holen, okay. Aber dann ging's los. Alter, Zauberer Rogier. Oh, das sieht echt ekelhaft aus. Was auch immer das ist alles. Ich weiß es nicht. Ich will den Rogier gar nicht umbringen. Warum greift er uns an? Und da ist ein Portal übrigens. Da ist ein Portal. Sieht aber nicht aktiviert aus. Fias Held. Die können irgendwie gar nichts. Und trotzdem lasse ich mich erwischen. Okay. Da haben wir wieder Rogier. Nice. Sehr, sehr gut. Okay, Rogier hätten wir. Ich will ihn gar nicht umbringen, ehrlich gesagt. Beruhig dich. Lionel Löwenherz. Alter, ich sollte mich mal heilen. Okay, das ist dieser Löwenherz. Den vielleicht als letztes? Fuck. Okay. Fias Nebel haben wir bekommen. Und da ist ein Portal, wohin uns das auch führt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß immer noch nicht, was das hier über uns ist. Ich glaube, wir haben diesen riesen Kopf hier. Ups. Haben wir schon mal gesehen.
aber skelettiert. Nicht in dieser Pracht. Und da ist ein fetter Fisch, glaube ich. Ich bin verwirrt. Ich raste jetzt erstmal hier. Ich raste ein bisschen aus. Und dann schaue ich mir an, was wir bekommen haben. Fias Nebel. Inventar. Müsste hier sein, oder was? Giftnebel. Giftnebel ist es nicht. Oder ist es hier? Fias Nebel. Zauberei von Fia, Gefährtin auf dem Sterbebett. Erzeugt einen tödlichen Nebel vor euch. Der Todespest an allem verursacht, was ihn betritt. Diese Zauberei kann in Bewegung gewirkt werden. Durch Aufladen erhöht ihr die Reichweite des Nebels. Diese Zauberei wurde entwickelt, um sich der Tafelrundenfeste entgegenzustellen. Sie ist nur gegen die Befleckten wirksam. Okay, wir haben uns also gegen die Tafelrundenfeste gestellt. Können wir da nicht mehr hin? Können wir da nicht mehr hin? Wohin bringt uns das Ding? Das würde ich gerne wissen. Wow, habe ich mich erschrocken. An einen anderen Ort reisen. Wohin? Wohin führst du uns? Lendell, königliche Hauptstadt. Krummfingermedizin. Okay, nehme ich. Aber... oh mein Gott. Okay, wir sind wieder an der Oberfläche offensichtlich. Aber in der Hauptstadt...